Herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen Videopodcast, Podcast-Vlog, wie wir das alles so benennen, zum Thema Technik. Und ich habe heute zum Thema Videotechnik natürlich einen, der ja, sich damit wunderbar auskennt, ganz viel Fachwissen hat, ewig mit Technik zu tun hat, René Falkner. Hallo René. Hallo. Und zu Technik habe ich viele Fragen, gerade so, was brauche ich, was für Kosten entstehen mir, was ist so das Minimale, was ist das Maximale, brauche ich ein Studio, brauche ich externe, wie auch immer, ganz viele Fragen mit. Und ich weiß, du bist der Richtige, um diese Fragen zu beantworten. Oh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ganz umfänglich ist das Wissen ja nicht, weil man ja nicht den... Ich kenne den großen Markt, aber ich kenne nicht jedes Detail. Will ich vorher sagen. Okay, das werden wir heute mal austesten. Das testen wir. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich natürlich auch meine Behauptung, dass du dich da wirklich super auskennst, ein bisschen untermauern, indem du einfach vielleicht denen, die uns heute zuschauen, nochmal ganz kurz sagst, wer du bist und wo deine Kompetenzen liegen und ja, vielleicht auch schon einen kleinen Hinweis so Richtung Technik. Ja, mein Name ist René Falkner, ich bin Videoproduzent und Berater zum Thema YouTube-Videos, zum Thema Videos im Netz allgemein. Das heißt, ich richte mit kleineren und mittelständischen Unternehmen Kanäle ein. Wir nutzen das dann für Marketing, Videomarketing im weitesten Sinne. Schule aber auch, und da kommen wir schon zum Thema Technik, Schule aber auch kleine Unternehmen sagen, hey, mach die Videos bitte selber, weil man kann eh nicht alles selber machen. Und helfe dann mit, dass die quasi eine technische Grundausstattung haben, um die Videos dann auch umzusetzen, hausinternen. Weil das ist manchmal auch einfach. Ich kann zwar Filmproduktionsfirmen beauftragen, das komme ich mal gleich zu dir, aber die müssen auch koordiniert werden. Das unterschätzen viele Leute, dass das dann so einfach geht, weil die brauchen ein Briefing, die brauchen, da muss ich auch jemand Gedanken machen, was soll da rein. Deshalb sage ich, in bestimmten Fällen kann man es auch hausintern lösen und bei bestimmten Branchen ist es auch besser, es hausintern zu lösen. Ne? Ja, ich denke, es ist wirklich die Frage, was will ich machen? Die steht für mich eigentlich am Anfang. Richtig. Also ich habe ja auch einen Kurs, Fachkraft für Personalberatung, Personalvermittlung, wo wir um Themen sprechen wie Videostellenanzeigen. Ja. Ne? Und wir haben auch viele kleinere Unternehmen in der Personalwirtschaft, die natürlich hier sagen, okay, ein Studio jetzt ist für mich, das lohnt nicht. Lohnt nicht, ne? Nein. Ich sage dann auch immer, macht eine weiße Wand, stellt einen Aufsteller daneben und Handy, Film ab. Studio muss ja auch nicht immer sein. Nö, und dann erzählt das, weil der Effekt des Videomarketings, dass die Wahrnehmung größer ist, gleicht das auf jeden Fall wieder aus. Ja, ja. Dann gibt es natürlich Unternehmen, so auch wie wir, die jetzt ein eigenes Studio einrichten, weil wir einfach relativ viele Videos produzieren, auch in unseren Lerncontents Videos einbauen. Und das kann ich natürlich mit dem Externen nur bis zum bestimmten Grad machen, weil sonst buche ich den ja tot. Ne? Dann kann er nichts mehr anderes machen. Ist ja auch dann so eine Geschichte der Unabhängigkeit, wo ich sage, der möchte ja vielleicht auch noch 2, 3 andere Aufträge annehmen im Monat. Und da wiederum bei der Technik im Studio ist natürlich dann wieder die Frage, was will ich machen, wie hoch muss eigentlich die Qualität auch sein. Gibt es ja verschiedene Qualitätsstufen und vor allem ganz wichtig auch Lichttechnik. Ja. Ne, das Licht ist ja, habe ich mir zumindest mal, oder ich glaube, du hast das sogar zu mir gesagt, Licht ist der entscheidende Punkt. Und da gibt es viele Dinge, die ich da beachten muss. Gibt es irgendwie so eine Einstiegsfaustregel, wo ich sage, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen will, da kann ich es mit dem Handy machen, da kann ich es ganz einfach machen, da brauchst du schon ein Studio. Ja. Also die Frage ist wirklich, brauchst du ein Studio, braucht man kein Studio? Ja. Das kommt auch ein bisschen auf, was man machen möchte, kann man klar sagen. Also man kann auch zum Beispiel was einrichten, eine Schreibtischecke. Wenn man sagt, man redet immer vor einer bestimmten Kulisse, dann kann man das auch so einrichten. Die erste Frage ist, aber wo ich anfangen würde, was will ich produzieren? Wie soll das Ganze aussehen? Und da würde ich sagen, bei vielen Bereichen ist Authentizität wichtiger als die letzte Qualität. Das haben wir schon öfters mal gesagt in unserem Podcast hier. Das heißt, die Information, die relevante Information für den User ist mir wichtiger als die letzte Perfektion im Bild. Weil ich kann auch mit viel Technik kann ich auch zwar was Schönes machen, aber das nützt mir unter Umständen nichts. Die Reichweite muss nicht größer sein, als wenn mit was Kleinem getreten, mit was einfach getreten. Das heißt, ich sollte mir Gedanken machen als Unternehmen, was möchte ich erreichen, was für Ziele haben wir. Die einfache Stellenanzeige, die kann ich mich auch neben die Eingangstür draußen stellen und sagen, hier, wollen Sie hier arbeiten, wollen Sie hier durch die Tür gehen, dann müssten Sie die Voraussetzungen mitbringen, die Qualifikation und dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei mir bewerben. Ich bin der Personalleiter. Sowieso. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und wie ist das Vorwissen von den Mitarbeitern, die sich damit auskennen?
Man kann auch mit dem Handy relativ schöne Videos machen. Ich empfehle in solchen Fällen zum Beispiel im ersten Step, kauft euch ein Stativ. Wenn ihr mit dem Stativ nicht unbedingt drehen wollt, also wenn ihr euch nicht bewegen wollt mit dem Stativ, reicht auch ein billiges 40, 50 € Stativ. Gibt es so also Halterungen fürs Handy? Da gibt es Halterungen fürs Handy, die Weil das kann Handy man. jetzt, bei Kameras weiß ich, die haben unten so ein Gewinde, also da kann Ja, ich das da reinstellen, gibt es aber auch beim Handy gibt es das Klemmhalterungen fürs nicht. Handy, Okay. das gibt es. Das Und kenne ich dann nur du, fürs Auto, für deine ja. Kinder, ne? Und dann Damit kann ich, die habe so ich unten quengeln. genauso dieses Gewinde und kann es dann Ja. draufschrauben und dann kann ich das Handy festmachen. Dann sieht das Ganze schon recht gut aus. Dann vielleicht noch eine kleine Lampe, da kann man eventuell mit einer Handlampe arbeiten, die gibt es dann auch so für 80, 90 € oder eine Stehlampe. Und ich habe das Ding schon einmal so relativ sicher, wenn ich jetzt nur was in die Kamera sagen möchte, abgehandelt. Das Wichtige noch ist der Ton. Man kann mit einem guten Ton, kann man schlechte Bilder, wie soll ich sagen, Verbessern. retten. Retten sogar. Oder so, ja, also man Ich hatte kann sogar, das zumindest hängt von dem, was er für eine Stimme hat, der da reinredet, das ab. auch, aber trotzdem ist wichtig, dass man den Ton gut aufnimmt. Das finde ich ja Und immer hier. Weiß nicht, ob du den kennst, der bei Star Wars, nee, Star Trek, den Captain Picard gespielt hat, hier. Patrick Stewart, glaube ich, heißt der, ne? das, Die ja. deutsche Stimme, ne? Wenn Ja. du irgendwas siehst, wo eine Erläuterung ist, kommt immer irgendwie diese Stimme, ne? Ja, Entschuldigung. Nee, das ist okay. Aber also auf jeden Fall ist wichtig, achtet auf Ton. Es gibt auch Ansteckmikrofone fürs Handy. Stecke ich mir hier ans Hemd an und dann stecke ich die in die Dose rein. Muss man ein bisschen gucken, funktioniert nicht in allen Sachen. Da muss man ein bisschen genau lesen, was man da bestellt. Das ist zum Beispiel eine Lösung, dass ich sage, dann habe ich ein Ansteckmikrofon fürs Handy, dann habe ich eine Lampe vielleicht hinterm Handy noch und ein Stativ dafür und ich kann Mit dem Handy einzelne erstmal. Sachen in der Regel, also in die Kamera gesprochene Dinge, einfach so produzieren. Aber kann sie dann nicht schneiden, ne? Oder wenn ich Kann sie dann noch oder nicht. kann ich die auf dem Handy auf dem SD-Card spielen? Also erstens kann Eigentlich ich sie, schon, ja? also Doch, klar. ich nutze es immer so, dass ich das über Google Drive mache vom Handy, auf Google Drive lade und Ach so. dann habe ich das halt überall drin, wo Okay. ich es brauche. Das ist eine Möglichkeit, Ja. aber man kann es auch das Handy theoretisch direkt mit dem Computer koppeln. Man kann es auch über SD-Karte machen, das würde ich jetzt weniger machen, weil mir das zu aufwendig ist, die SD-Karte heutzutage raus und rein zu friemeln. Je Da hast du nachdem. vollkommen recht. Und Ja. also ich nutze sehr gerne Google Drive dazu, da hat man 15 GB frei und kann das dann hochladen und dann hat man das dann gleich da vom Handy dann rüber. Weil ich muss ja bearbeiten, wenn ich jetzt alleine bin zum Beispiel, ne, und gehe da, drücke auf Play an meinem Handy und gehe noch 2 Schritte zurück und das wäre dann alles drin. Bei YouTube kann ich auch, gibt es auch ein rudimentäres Schnittprogramm drin und ich Okay. kann zumindest am Anfang und am Ende abschneiden. Ach so. Ich kann das theoretisch Okay. gesehen mit dem Also muss ich es dann Handy. auf YouTube hochladen und dann dort Ja, bearbeiten. man muss es ja noch nicht gleich freischalten dann. Das heißt, man legt es erstmal nur hoch und macht es nicht Okay. öffentlich. Und dann kann ich das im Handy, in der App, zum Beispiel in der YouTube-App, kann ich das kürzen und dass ich wirklich nur die relevante Szene dann Kann ich entnehme. das dann wieder runterladen und auch woanders einstellen? Das kann man auch, indem man das dann einfach, wenn man das YouTube-Konto hat und das sein Video ist, gibt es dann die Funktion beim Video als Download als MP3. Weil wenn ich jetzt gerade denke an MP4, Entschuldigung, Facebook. nicht MP3, MP4, ja. Ja, das war früher MP3, ne? Ja, MP3 ist Audio. Achso. MP3 ist Audio. Ich dachte, jetzt weiß ich mal was. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, wenn ich es jetzt auf Facebook einstelle, da ist es ja günstiger, nicht eine YouTube-Verlinkung einzustellen, sondern das Video direkt. Dann kann ich das wieder runterladen. Okay, Und dann dann kann ich habe mir ich das runterladen und MP4. kann das. Achso, Richtig. okay. Also das ist kein Problem und das ist möglich. Und dann habe ich das Ganze auch, wie soll ich sagen, schon gekürzt und dann habe ich das da. Okay, YouTube bietet relativ übrigens einfach. im Programm auch eine sehr gute Bildstabilisierung an. Okay. Die finde ich Was auch sehr. bedeutet Das Bildstabilisierung? heißt, wenn ich ein bisschen gewackelt habe mit meinem Handy, dass es Ach so. möglichst ruhig dann aussieht. Und die ist wirklich richtig, die finde ich relativ gut. Okay. Geht dann nicht mehr, wenn man Schriften im Text eingeblendet hat. Also dann wackelt dann die Schrift, das ist klar. Du Aber meinst es der geht. Schriftzeug, das ist eine gute Idee. Entschuldigung, da muss ich ja wieder mal ins Wort fallen, ne? Ja, Aber das darfst ist ja du. bei mir gewohnt. Wenn ich jetzt Schrift einblende, wäre ja beim Stellenangebot zum Beispiel auch eine wichtige Geschichte. Die Kann ich das Inlet. auf YouTube auch machen? Nein, Oder das kann brauche ich man. dann direkt ein Schnittprogramm? Da braucht man ein Schnittprogramm. Ich Okay, überlege geht also gerade nicht, dort dass ich ja auch nicht. mich unsinn. Nein, das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Dazu braucht man ein Schnittprogramm. Wäre Ich kann es in dann. die Videobeschreibung Okay. reinschreiben, klar, das kann ich. Ja, Aber aber natürlich ist das nicht nutzen wir ganz es so jetzt schön, nicht. wie nochmal Ja. ins Video reinzuschreiben. Dazu muss ich mir Gedanken machen über das Schnittprogramm. Also jetzt die einfachste Variante in der Technik wäre, wenn ihr also wirklich sagt, okay, wir machen ab und zu mal kleine Geschichten, aber wir wollen das jetzt nicht irgendwie einen Oscar gewinnen. Stativ, Handy, eine kleine
Lichtquelle, Mikrofoneinheit, und dann ist die Sache erledigt und dann könnt ihr über das auf YouTube spielen, dort vorne und hinten abschneiden, runterladen, in die Kanäle geben und dann geht's los. Richtig, das reicht, sage ich mal, für elementare Dinge aus. Die Kameras der Handys werden immer besser und auch immer lichtempfindlicher und das ist schon schön und man kann inzwischen auch ein paar Stabilisatoren kaufen, dass man das Handy auch so ein bisschen tragen kann. Na gut, wenn ich aber auf einem Stativ habe, dann ist es für bewegte Bilder, war ich jetzt da, wenn ich das noch bewegen würde. So, also, das ist die einfachste Lösung, die eigentlich jeder hat und Handy hat man vor allen Dingen auch immer dabei und Stativ und so halt in dem Fall ist auch nicht so teuer. Naja, es gibt auch Handys, die teuer sind, aber... Ja, ich kann mir nicht so teure leisten, aber es ging also auch mit einem einfachen. Ja. Jetzt zum mittleren Segment, will ich mal so sagen. Ich sage, ich mache ab und zu mal was, ne? Was weiß ich, eine Produktvorstellung von meinen Produkten. Ja. Ne? Habe einen kleinen Job, habe jetzt nicht so ein riesen Budget, hier irgendwas zu machen. Was könnte ich da denn zum Beispiel nutzen? Mittleres Segment sind so, da gibt es so Kameras von zum Beispiel Panasonic oder Sony, so im Preisbereich von 300 bis 700, 800 Euro. Die reichen in der Regel auch aus, die haben alle Full HD. Was man da beim Kauf achten sollte, ist, dass sie einen Kopfhöreranschluss haben und einen Mikrofonanschluss haben. Okay. Das haben manche ganz günstige nicht, Mikrofonanschluss oder Kopfhöreranschluss, weil ich ja dann möglichst den Ton auch separat noch mitmachen, aufnehmen möchte. Das heißt, das ist wichtig, dass man das halt kann. Aber ansonsten können für einfache Anwendungen die kleinen Kameras schon relativ viel. Das Gute ist auch, das kann auch jemand bedient, der sich nicht technisch damit auskennt, weil in der Regel sind die wirklich anmachen, auf Aufnahme drücken und alles andere stellt sich automatisch ein. Da wird jetzt der geneigte Kameramann sagen, das ist Quatsch, das gibt blöde Bilder. Ja, das gibt nicht immer die idealen Bilder. Jetzt ist aber die Frage, was möchte ich damit erreichen? Ja gut, und dann, wenn ich mir einen Kameramann dazu buchen muss, dann kann ich gleich ins Studio gehen. Dann kann ich gleich ins Studio gehen, dann kann ich noch Aber das sind so die mittleren Dinge, die eigentlich ganz, die trotzdem ganz gut funktionieren und die ich auch so den Einsteigern empfehle, die ein bisschen Lust haben dazu, erstmal was zu probieren, weil es nützt nichts, wenn wir Sachen dann haben, die wir nicht bedienen können. Wie ist es jetzt, wir haben ja heute einen großen Luxus, wir haben hier drei Kameras gleichzeitig laufen. Wie ist es jetzt, wie viele Kameras brauche ich? Also ich denke so aus meinem Empfinden, ich brauche wenigstens zwei, damit ich einen Wechsel im Bild habe, damit der Zuschauer nicht ermüdet. Das kommt jetzt auch, was du machst. Beim Podcast jetzt hier sind drei natürlich relativ ideal. Ja. Aber es würde theoretisch auch mit zwei gehen. Und wenn man es jetzt ganz, ganz einfach machen würde, oder auch einige. Wir hatten damals mal die Überlegung, den nur als Audio-Podcast zu machen. Dann haben wir ja gesagt, richtig, wir machen ein Video. Ein bisschen so schön, die Leute sollen uns auch sehen. Ja, theoretisch gesehen könntest du auch das mit einer Kamera machen und dann sagen, hier die zentrale Kamera in der Mitte. Das ist halt die Kamera und wir konzentrieren uns eigentlich auf den Audiobereich. Das kommt drauf an, was ich damit machen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur, sage ich mal, regelmäßig im Unternehmen was machen möchte, dann reicht auch theoretisch gesehen die eine Kamera. Also das würde ich, finde ich jetzt nicht so pauschal so nötig, dass ich da drei Kameras brauche. Ich sage nur, die Mitarbeiter der Abteilung oder die haben, oder sag mal, die Technikverliebten, die wollen immer, haben immer Lust, dann gleich noch eine neue Kamera zu kaufen. Nee, nutzt die Kamera erstmal, die da ist und spielt mit der so lange, bis ihr wirklich mit der am Ende seid und alles ausprobiert hat. Also das ist immer, man ruft immer ganz, ganz leicht nach neuen Kameras, nach neuer Technik. Ich selber bin auch manchmal so, dass ich sage, oh, jetzt möchte ich die und die Kamera haben. Du holst ja oft eine Kamera. Ich hole dann oft eine Kamera, Also es ist jetzt nicht selten, dass du sagst, ich habe eine Kamera. Nein, ich gehe manchmal hier gegenüber und sage, ich probiere, guck einfach mal. Genau. Aber ganz ehrlich, man sollte erstmal die ausnutzen, die man hat. Und man kann mit der erstmal so lange üben, bis man wirklich die ausgereizt hat bis zum Schluss. Okay. Also das ist so ein bisschen ein Punkt, ich empfehle immer, ist ja auch gut für die Umwelt, nicht ständig neue Sachen zu kaufen. Nachhaltigkeit. Nutzt die Sachen erstmal, bis sie euch wirklich nicht mehr helfen und wo ihr dann sagt, an der Stelle bin ich wirklich mit der Technik am Ende. Eine einfache Möglichkeit kann auch noch sein, eine Spiegelreflexkamera zu nehmen. So die können Videos aufnehmen. Die können Videos aufnehmen. Die sind in der Regel auch so, dass die qualitativ sogar richtig gute Bilder machen. Ich finde immer bei Spiegelreflexkameras, wenn man das nicht gut bedienen kann, dann macht man auch schnell Fehler, dann ist mal die Schärfe nicht richtig und so weiter. Also das, da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Mhm. Die Qualität ist dann aber besser. Und Serien wie Monk oder 24, die werden und wurden mit Spiegelreflexkameras gedreht.
Natürlich nicht die 600D oder sowas von Canon oder Canon, sondern eher was Hochwertigeres, aber das geht damit auch. Da Da gibt es auch eine andere Qualitätsstufe, ne? Na, über HD hatte ich letztens, wenn auch so recherchiert, was wollen wir da wollen für Kameras, gibt ja noch eine Stufe höher, aber ich komme jetzt nicht auf den 4K Namen. gibt es noch 4K, glaube ich, war es. und 4K, aber also Was ist 4K? ja, das ist die doppelte HD oder die vierfache HD-Auflösung. Das ist Oh, richtig, okay. Sieht man jeden Pickel. dann sieht man nicht nur jeden Pickel, dann kann man das auch so vergrößern. Das kommt schon auch oft auch mal. Es gibt auch, glaube ich, jetzt schon 8K oder 8K so. schon, Ja, okay. gibt es auch schon irgendwie in der Richtung. Aber habe ich jetzt irgendwie heute Morgen gelesen. Aber egal. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen ein Punkt bei Spiegelreflexkameras. Wenn man ein gutes, da sollte man nur nicht sparen beim Objektiv. Okay. Die sind, und dann kann man richtig perfekte Kinooptik machen. Das heißt, das Gesicht ist scharf und der Hintergrund ist sehr unscharf und man kann dann sehr spielen damit. Aber das muss man schon ein bisschen können. Also das ist nicht Da muss so. man schon mal an der Volkshochschule einen Kurs besuchen. Das ist auch ein bisschen Übung. Also es Okay. ist viel Übung dann dabei, um das zu machen. Und dann hat man halt das erstmal aufgenommen, ja. Also jetzt für die mittlere Preisebene, sag ich mal, also jetzt wenigstens zwei Kameras wäre so okay, Ja, ne? das ist okay. So, Lichttechnik ist auch immer so ein Punkt, ja, wie viel Lumen, glaube ich, ist das da, die Einheit, ne? Muss Ja. ich da haben? Ich bin ein Freund also dass ich jetzt nicht irgendwelche Röhren habe oder Das gibt es Glühlampen. schon fast gar nicht mehr. Also da Nein, wieder Hitze, ne? Ist ja Licht schon ein ist wichtiger schon, Punkt. ja, hatte ich das neulich gelesen oder gehört. Da war es in einem Studio und die haben jetzt die ganzen Lampen auf LEDs umgestellt. Und die Heizungsleistung im Studio wurde aber berechnet aufgrund der alten Strahler, die wärmen. Also war es plötzlich so kalt. Und im Winter kriegt man das Studio nicht mehr warm, weil die halt keine Wärme mehr abgeben, die Lampen. Das heißt aber gut, das kommt natürlich für Unternehmen nicht in Frage, weil da ist ja eh warm. Also es das heißt, schöne LED-Strahler, die ein bisschen vielleicht noch die Farbtemperatur einstellen Okay. können. Das ist noch recht wichtig, dass man das zwischen Tageslicht und Kunstlicht ein bisschen variieren kann. Wie viel Scheinwerfer braucht man? Auch das kommt darauf an, was du machen möchtest. Also Ne, hier will ich haben wir jetzt. heute, einen kleinen Schatten. Heute wäre einer mehr noch mal nicht Okay. schlecht. Aber theoretisch gesehen sage ich, das kommt darauf an, was man machen möchte. Das kann man nicht, auch wieder nicht pauschal sagen. Ne? Okay. Was will ich damit erreichen? Ne? Aber wenn ich jetzt komplett, also perfekt ausleuchten will, brauche ich drei. Minimum 3, ja. Dann, also das ist aber, wenn ich jetzt nur ein Interview machen möchte mit einer Person, dann reicht auch einer. Okay. Das Aber wenn ich ist jetzt ein dann. Produkt vorstellen will, wäre es schon besser, wenn es besser ausgeleuchtet ist. Ja, aber auch da ist manchmal dann das Lichtsetzen manchmal schwieriger, als lieber gar keins zu haben und lieber das Licht durch die Fenster zu kriegen. Ne? Das kommt wirklich auf die Situation drauf an, Ja. das kann man nicht pauschal sagen. Also Lichtsetzen ist auch eine schwierige Geschichte, die man nicht pauschal beantworten kann. Also, nee, wo ich jetzt keinen pauschalen Ratschlag geben kann. Also das Okay. ist, da weigere ich mich zu sagen, 1 und 3, das kann auch in manchen Fällen sein, dass man dann ganz viele Lampen braucht. Also das ist nicht so, ja. Ja, aber ich muss sagen, es wäre schon nicht schlecht, jetzt eine Lampe irgendwo zu haben. Ja, Ne? Vielleicht ja, auch zwei oder ja. wenn wir es ideal ausgeleuchtet Gibt es haben, sogar fürs Handy kleine drei. Aufstecklampen. Das stimmt, aber ich glaube, in einem größeren Raum ist das, weiß ich nicht, ob das Für das, ausleuchtet. ich sage immer, das sind dann Gesichtsaufheller, die vielleicht das Gesicht ein bisschen heller machen So können, freundlicher. Man wenn kann man auch Probleme lächeln. kriegt mit dem Licht, ja. Ja. Dann, vorhin hatten wir ja gesagt, okay, bei dieser ganz kleinen Variante, dann ladet ihr das auf YouTube hoch, schneidet das vorne hinten ab, ladet es runter, könnt es überall einstellen. Wenn ich es jetzt schon einen Tick professioneller will, brauche ich ja zumindest ein Schreibprogramm Schnittprogramm, ja. und eigentlich ja auch irgendwo ein Mischpult, um die Kameras in eine Datei auflaufen zu lassen. Ja, das ist darauf Oder? an, was man möchte. Okay. Wir zeichnen es ja jetzt auf, dass wir alle drei Kameras laufen lassen und wir das dann im Schnittprogramm abmischen. Wir haben es aber auch schon so gemacht, dass wir es alles live gemischt haben. Das kommt ein bisschen darauf an, was ich möchte. Und ich sag mal so eine Studiotechnik braucht man eigentlich am Anfang nicht, wenn man jetzt nur über seine Firmen-Events einen kurzen Bericht machen Okay. möchte. Das ist dann eher schon so, wenn man sagt, man hat einen Vortrag, den man dann aufzeichnen möchte und möchte den auch schnell fertig haben, dann lohnt das eher. Aber das wäre dann für mich erst der zweite Schritt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text einfügen will, wenn Da ich, brauche ich ein Schnittprogramm. genau, dann brauche ich zumindest auch das. Ne? Ein Schnittprogramm braucht man, da gibt es vom kostenlos bis zur teuer eigentlich alles, bis Okay. zum Abo-Modell. Da sage ich immer, das kann eigentlich, die nehmen sich schon was. Für jeden Experten, der sagt immer, das ist besser, das ist besser. Da sage ich immer, nehmt euch was, was jemand anderes in der Umgebung auch hat, wo man da mal schnell fragen kann, weil die Fragen kommen recht häufig.
Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Edios, von Grass Valley inzwischen. Das gibt's, das kann man über eine Münchner Firma halt beziehen in Deutschland. Kostet um die 600, 700 €. Kann fast alle Formate lesen. Das ist das, auch Profi-Formate und auch Laien-Formate. Also wenn man zum Beispiel mal sagt, jetzt habe ich ein Firmen-Event, da will ich einen professionellen Kameramann bestellen und möchte es dann trotzdem halt haben, kann ja mal auch, das kann ja so eine Mischform sein, dass man sagt, nur bei bestimmten Events nehmen wir einen Kameramann. Da bin ich jetzt so ein Fan davon und da gibt es auch sehr günstige Einsteigerschulungen für 150 € für ein Tagesseminar, wo man reinkommt damit. Und die bieten auch einen Support an. Aber es gibt auch Magix, habe ich jetzt viele, das gibt es bei Saturn oder Mediamarkt zu kaufen. Magix Multimedia. Nee, Entschuldigung, wie heißt das doch? Magix, ne? Muss ich, Magix ja. heißt das ja. Bin doch hier, um es zu lernen. Ja, ich. Sag's mir. Ja, nein, das ist zum Beispiel ein Schnittprogramm, was relativ leicht geht. Oder halt, dann kann's auch, gibt es auch ganz kostenlose im Netz. Da gibt es dann manchmal Einschränkungen, darauf, dass man sie eigentlich nur für privat verwenden darf. Also da wäre ich dann ein bisschen vorsichtiger, aber Magix Video Deluxe heißt das Schnittprogramm Jetzt wissen wir übrigens. es. Das kostet um die 120 € und kann eigentlich Ja, ist auch alles. okay, finde Oder ich. der Windows Movie Maker, da. Ich kann auch bei Adobe so, gibt es auch ein Schneidprogramm. Da gibt es dann auch die Hand. Und da kann ich so ein, weiß gar nicht, wie viel es kostet, 30 € oder so. Das Da kann ich kann bieten. ich so, ja, da kann ich das übers Internet, quasi eine Ja. Cloud-Lösung. Und da kann ich gleich mehrere Programme von Da Adobe kriegt mit man gleich nutzen. mehrere. Genau, das finde ich zum Beispiel für Unternehmen recht praktisch. Ne? Das, ja, da bin ich immer nicht so ein Freund davon, weil man dann immer permanent Geld zahlen muss. Ich bin immer davon, lieber einmal zahlen und dann hat man es. Aber da kann man sich auch drüber streiten, Ja. ist dann so und so, ne? Also auf jeden Fall braucht man ein Schnittprogramm, wenn man Texteinblendung machen möchte, wenn man das noch ein bisschen schöner aufbereiten möchte oder auch mal was korrigieren möchte, die Okay. Farben korrigieren möchte. Manchmal klappt das auch bei der Aufzeichnung nicht, dass die Farben so schön sind. Da empfehle ich immer ein Schnittprogramm sich zu holen, wenn man dann in die Richtung weitergehen möchte. Dann gibt es ja auch verschiedene Dinge wie eine Greenbox, ne? Also dass ich quasi Bilder dahinter setze. Ja. Also bei uns ist jetzt hier, haben wir in mühevoller Kleinarbeit Liebevoll, natürlich das. hier für euch die Wand gestaltet, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit einer Greenbox zu arbeiten, also eine grüne Wand, so wie man Ja. das aus dem Fernsehen kennt. Und solange keiner was Grünes anhat, ist man auch sichtbar. Ja. Und muss ich da auch irgendwas achten auf Kameras oder ist das dann egal? Das steuere ich ja dann über dieses Nö, das Mischpult, kann ne? man auch über Schnittprogramm steuern. Also man kann Also sich, im Schnittprogramm geht's auch? wir können uns auch Okay. das da vorstellen. Der Nachteil, also was heißt, wo man, das ist ein bisschen tricky dann rauszukriegen. Also das ist jetzt schon keine Laiengeschichte Also gehen wir mehr. jetzt schon ins nächste Segment. Das Lass ist, uns noch mal ganz kurz das mittlere ja. Segment abschließen. Also wenn ihr so Mittel investieren wollt, zwei Kameras, zwei bis drei Lichtquellen, Stative drunter, Mikrofon wäre nicht schlecht, vielleicht ein Raummikrofon und auch ein preiswertes oder praktikables Schnittprogramm. Ja, wichtig ist, bei den günstigen Stativen sind Kameraschwenks, also das Mitschwenken, im Prinzip nicht möglich. Das muss einem klar sein. Also man kann mit günstigen Stativen arbeiten. Die Für müssen. Licht würde es ja gehen, da schwenke ich ja Nee, da weniger. Da schwenke kann ich ich nicht. ja Nein, so ein bisschen. aber wenn ich jetzt Ne? eine Kamera auf dem Stativ Ja, habe, dann will ich mitschwenken. das fängt dann auch eine Stufe höher an, wenn ich also jetzt zum Beispiel einen Zug verfolgen möchte, wie er fahren möchte. Das fängt alles eine Stufe höher an. Da fangen wir schon beim Stativ mit Einzelkosten von 400 €, 500 € an, Ja, die gut. vernünftige Qualität dann haben, um Aber damit die zu spielen. meisten machen es ja doch irgendwo in einem Raum drin oder mit weniger Wenn Bewegung. die Kamera sich nicht bewegen soll, Ja, ja. ist das okay. Und ja. Genau, wollen wir einfach jetzt mal zum Top-Ausstattung gehen. Das heißt, ich will zum Beispiel vielleicht auch live, Facebook Live machen. Ich will eine Greenbox haben, weil ich dahinter wechselnde Elemente haben möchte. Wie mache ich das? Ja, da brauche ich dann schon dann einen Sack von Technik in der Richtung. Ne? Also da gibt es dann, wenn Fangen man wir mal an. was live macht, braucht man Live-Mischpult. Live-Mischpult. Also dass die verschiedenen Okay. Kamerasignale zu einem mischt dann, damit es auch gleich fertig ist. Dann braucht man so einen Konverter, dass man das bei YouTube oder bei Facebook rein Okay. hochladen, also live hochladen Ja. kann. Dann brauche ich Kameras. Bei der Kameras kann man halt von 300 € bis 20.000 € gehen, je Okay, nachdem, wir was sagen ich mal für. so um die 800 bis 1000 Wenn von ich, pro je nachdem, was Kamera. ich für eine Qualität jetzt Ja. erreichen möchte, das sind da oben wie bei allen Sachen keine Grenzen Ja. gesetzt, ganz klar. Licht ausleuchten und dann geht das Ganze los. Genau. Stative noch, Schneidprogramm am Ende Schnittprogramm trotzdem. noch. Braucht man dann Wenn für ich dann noch Texteinblendungen Text schon? Ja, oder ja, vorne noch ein Logo ja. reinfliegen lasse oder hinten raus ein Und da Logo sieht man aber rausfließen schon, lasse. dass das Ganze eine ganze Menge Arbeit macht. Auf Das muss jeden man nur, Fall. also die Auf Technik jeden ist Fall. längst nicht nur alles.
Und wenn man so überlegt, dass man an so einem Podcast danach auch, wenn wir den jetzt hier produziert haben, ich sitze danach bestimmt noch mal, je nachdem, also die Zeit, die ich jetzt mischen muss noch, die könnte ich zwar sparen, wenn ich es gleich mischen würde, aber ich sitze dann trotzdem noch mal dran, 20, 30 Minuten pro Podcast noch mal extra, um die Einblendungen zu machen, die Sie hier unten sehen Okay. und so weiter und so fort. Das ist nicht, die Technik ist nicht nur alles, also die Arbeitszeit ist auch noch sehr da. Und was noch wichtig ist, bei den Rechnern, gute Rechner Genau, holen. einen guten Rechner. Einen richtig guten Rechner, ich sage ja schon eher Gaming-PC nehmen, damit auch das Rendern, also das Rausrechnen als Datei auch schneller geht. Ja. Das ist so. Mir kam jetzt noch eine Frage, ich muss noch mal dir ins Wort fallen. Mit Bildern in der Greenbox geht auch Video? Klar, geht Ja, auch Videozeichner zu ist legen. egal. Das ist egal. Okay, das war noch die Frage. Ich hatte bisher immer nur das als Bild Nein, das gehen gesehen. auch Videos dahinter. Okay, das ist ja auch witzig. Ja, da kann man doch durch Straßen langlaufen und so weiter. Also Genau, man hat einen genau. Autoverkehr im Hintergrund, das kann man simulieren, ja. Ja, okay, super. Ja, du. Aber das ist so, sage ich mal, eine Sache, das muss ich wirklich gucken, was will ich erreichen, was möchte ich, wozu was brauche ich es. Ja, Und wo wie dann. gesagt, klar, aber es ist ja, würde ich mal sagen, doch schon ein anständiger fünfstelliger Bereich, in dem ich mich da bewege. Da bin ich jetzt noch nicht in einem richtig Da ist man noch nicht in der richtigen hohen Profi. End-Studio, ne? Ganz klar. Aber würde ich mal sagen, für Unternehmen, die viel damit arbeiten, wo es ja, wo es auch wirklich dem Verkauf dient am Ja. Ende, finde ich das schon okay, wenn man dann halt auch ein bisschen Geld investiert und dafür auch Also. Kapazitäten schafft, weil am Ende bringt es einen Nutzen. Ne? Also viele sehen immer nur die Kosten und sehen ja gar nicht, was kommt am Ende raus. Ne? Also wir hatten ja Thema B2B mit dem Maschinenbauer, ne? Ja. Der vielleicht sein Video macht, wo er das Angebot erläutert und gewinnt einen Kunden mehr. Ne? Dann hat er Ja. vielleicht die Summe, die er da rein schon reingesteckt hat, mit einem Schlag raus. Ne? Also das ist so eine Sache, das muss man wirklich gucken, was brauche ich und was macht Sinn und Genau. was habe ich auch die Kapazität. Es nützt ja nichts, die ganze Technik anzuschaffen, dann kann es keiner bedienen. Genau. Ich Also muss die Leute auch schulen. das ist dann auch schon noch der Punkt, der auch noch recht wichtig ist. Also das sind so Dinge, die man vorher bei der Planung auch machen kann. Und über unsere Technikausstattung würden jetzt, sag ich mal, Produktionsfirmen auch zum Teil noch lachen. Ja. Also wie gesagt, nach oben sind keine Grenzen gesetzt und auch ganz, ganz klar, wenn jetzt jemand ankommt und sagt halt, ich koste so und so viel, man muss auch dazu sagen, diese Produktionsfirmen haben dann auch andere Technik und machen das dann auch aufwendiger und machen das auch dann in gewissem Sinne schöner. Nee, nicht nur in gewissem Sinne, möchte ich auch ausdrücklich sagen, aber die Frage ist halt wirklich, brauche ich das für jede Anwendung? Und Also, das ist die Frage. wir haben auch mal so ein Firmenvideo gemacht für mehrere tausend Euro. Ja, wir haben es dann auf CD gebrannt. Am Ende, ich weiß gar nicht, wie viele Kunden da wirklich mal eine CD bekommen haben. Die meisten wurden dann irgendwie dann irgendwann mal weggeschmissen. Also es war einfach völlig sinnlos, weil damals das noch nicht so war, wie es heute ist, dass du es überall einstellen kannst. Heute ist einfach so schnelle Dynamik drin. Und das ist der erste Punkt, die Dynamik ist ungeheuer hoch. Der zweite Punkt ist, ich muss mich von meinem Wettbewerb abgrenzen und das geht zurzeit zumindest noch über Videomarketing, weil das noch nicht alle machen, weil noch nicht alle die Kompetenzen aufgebaut haben. Und wie gesagt, ich muss auch das Know-how ständig verfügbar haben. Das heißt, es nützt mir nichts, mit einer Produktionsfirma zu reden und sagen, ja, nächstes Jahr, was weiß ich, im Januar fangen wir mal damit an, machen noch 15 Meetings, bis wir uns dann geeinigt haben, wie es losgeht. Ich muss heute schnell produzieren. Ne? Und für viele Unternehmen, egal ob es Personalunternehmen sind, die Stellenangebote schnell posten müssen, weil die jetzt aktuell sind, für Unternehmen, die vielleicht so im mittleren Segment liegen, weil die wollen ihre Produkte vorstellen, oder halt Unternehmen, die halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, weil sie es einfach für Verkaufsvideos nutzen, um halt im B2B-Bereich einen Erfolg zu haben. Du musst es trotz allem einigt, alle der Punkt, es muss schnell gehen. Es muss schnell produziert sein, es muss schnell bearbeitet sein, also die Post-Production muss schnell sein und dann muss es auch schnell in den Anwendungen auf den Plattformen sein. Und da müsst auch unsere Zuschauer und so, müsst ihr Lösungen finden und ihr müsst euch genau überlegen, was will ich machen. Was aus meiner Sicht gar nicht mehr geht, mir fällt jetzt auch gar kein Unternehmen ein, wo es gar nicht mehr geht, ist gar nichts zu Gar machen. nichts machen ist Ja? in dem Fall immer falsch. Genau. Und ja, Genau. das ist fast Wer schon. mehr wissen will, gerne beim René in den Kurs reingehen. Ja. Videomarketing läuft als separates Intensivseminar oder halt auch im
Kurs Online Marketing Manager hier bei der HSB Akademie. Dann Und könnt ihr den Rouge löschen, der macht hier auch, wie gesagt, super Workshops und ich gehe auch immer auf die, also ich telefoniere zum Teil auch mit den Teilnehmern, genau. Und helfe denen dann und sage dann, hier, genau. wenn ihr weitermachen wollt, dann Genau. den und den Bereich und dort könnt ihr was tun. Also das ist alles, gehört für mich mit zum Kurs dazu. Das sehe ich auch so. Ja. Ja, also wie gesagt, beschäftigt euch mit dem Thema, macht was draus und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und ja, ja, wir sehen uns beim Videomarketing. Das wir sind sehen uns eigentlich beim die entscheidenden Videomarketing. Worte. Genau. Dann. Alles klar. Tschüss, Bis schöne dann. Woche, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.